Das Motto des heutigen Videos lautet: Ein neuer Ort, eine neue Frage. Willkommen bei Frag Ansu. Ich beantworte euch in diesem Video viele Fragen, die ihr mir zum Thema Japan gestellt habt. Und zwar ist es so, dass ich jetzt nochmal 4 Tage in Tokio bin, wie ich euch bereits erzählt hatte. Ich aber das Gefühl hatte, dass ich diese 4 Tage nicht komplett durchvloggen möchte, da ich Tokio ein bisschen für mich selbst auch genießen möchte. Weswegen ich mir gedacht habe, wir machen das Ganze einfach so, dass ich verteilt über diese 4 Tage immer mal wieder ein paar eurer Fragen beantworte an unterschiedlichen Orten und ihr dadurch einfach ein bisschen was von den Orten seht, ich trotzdem eure Fragen beantworte und ja, es einfach für uns alle die beste Lösung ist. Ich befinde mich jetzt noch in meiner Unterkunft, wie immer in einem Airbnb und eigentlich habe ich eine mega geile Aussicht auf den Skytree, aber es regnet gerade, denn eigentlich wollte ich diese Anmoderation auf dem Balkon filmen, aber deswegen zeige ich euch den Skytree jetzt einfach mal aus dem Fenster. Spark in our bones tonight. So, und dann fange ich auch direkt mit der ersten Frage an. Und zwar kommt die von Twitter. Und zwar hat Keksmaster 100 gefragt: Entsprach Japan deinen Erwartungen und Vorstellungen? Und ich würde definitiv sagen, ja, Japan hat all meine Erwartungen und Vorstellungen mehr als übertroffen. Es gibt viele Dinge, wo ich gemerkt habe, okay, das ist vielleicht doch gar nicht so, wie ich vorher gedacht habe. Also mein Bild von Japan hat sich ein bisschen verändert, aber trotzdem 100% alle Erwartungen und Vorstellungen übertroffen. Die nächste Frage kommt von YouTube und zwar fragt Senko Sniffler: Hey Anne, wie sieht es mit öffentlichen Toiletten aus? Gibt es da sowas wie in Deutschland, dass da auch so extra Toiletten rumstehen? Oder muss man da in einem Geschäft gehen oder ist es gratis? Oder muss man immer einen kleinen Obolus da lassen als Dank? Ja, prinzipiell ist es so, es gibt in Japan überall Toiletten. Das, was ihr hier hinter mir seht, das ist eine öffentliche Toilette. Und 5 Meter weiter steht die nächste. In Japan ist es echt so, dass es öffentliche Toiletten fast noch viel, viel mehr gibt als in Deutschland. Einerseits in der Form, andererseits gibt es auch Toiletten fast an jedem Bahnhof, in Kombinis, einfach fast überall. Und das Ding ist, sie sind einfach immer kostenlos. Ich musste hier in Japan noch nie irgendwo für eine Toilette was bezahlen. Das ist ganz anders als in Deutschland und deswegen... In Japan muss man eigentlich gefühlt nie aufs Klo, denn um die Ecke ist immer eine Toilette, wo man sich entleeren kann. Und damit wären wir beim Thema der nächsten Frage angekommen, nämlich Müll. Denn die nächste Frage von Björk Gipp lautet: Erklär doch mal bitte das mit den öffentlichen Mülleimern. Die Sache ist so, es gibt in Japan keine öffentlichen Mülleimer, prinzipiell. Sehr selten gibt es dann doch mal welche, aber eigentlich gibt es nirgendwo in Japan öffentliche Mülleimer. Das heißt, die Leute sind eigentlich daran gewöhnt, ihren Müll wieder in ihre Tasche zu packen und dann mit nach Hause zu nehmen. Deswegen liegt auch eigentlich gar nicht so viel Müll rum, obwohl es keine öffentlichen Mülleimer gibt. Einfach weil die Leute dran gewöhnt sind, schätze ich mal. Es ist aber so, dass es ein paar Geheimtipps gibt, wie man dann seinen Müll doch los wird. Erstens in Kombinis. Denn Kombinis haben zu 99% immer einen Mülleimer neben den Toiletten. Denn Kombinis sind toll und haben irgendwie alles. Der zweite Geheimtipp sind Bahnhofstoiletten. Denn die haben oft auch einen Mülleimer, aber nicht so häufig wie die Kombinis. Deswegen vor allen Dingen in den Kombinis gucken, wenn ihr euren Müll loswerden wollt. Ansonsten einfach wieder in eure Tasche packen, mit nach Hause nehmen, aber nicht einfach irgendwo auf die Straße schmeißen, denn es macht einfach niemand. Es ist wirklich so sauber in Japan, dass ihr euch dabei komisch vorkommen würdet, schätze ich mal. Tokyo Station und die Antwort auf die nächste Frage und der Ort, wo ich gerade bin, könnten nicht gegensätzlicher sein. Und zwar kommt die nächste Frage von Fabian G. und lautet: Was muss man unbedingt gesehen oder gemacht haben, wenn man in Japan ist? Und meine Antwort auf diese Frage ist definitiv:
kommt aus Tokio raus. Wenn ihr in Japan seid, verbringt nicht einfach nur ein, zwei Wochen komplett in Tokio und schaut euch hier all die extremen Sachen an, die es gibt, sondern fahrt auch mal aus Tokio raus und guckt euch das richtige Japan an. Das heißt, fahrt nicht von Tokio in den nächsten Touristenort, wie zum Beispiel Kyoto, sondern einfach mal irgendwo hin, wo sich vielleicht nicht so viele Touristen hin verlaufen. Ich sag euch, das ist es definitiv wert. Man sieht nochmal eine andere Seite von Japan. Es ist ein bisschen herausfordernd, wenn man mit Englisch nicht immer ganz so einfach davon kommt. Aber irgendwie schafft man es immer, denn Japaner sind super hilfsbereit. Und selbst wenn sie euch nicht verstehen, werden sie immer alles tun, damit sie euch helfen. Also von daher, wenn es auch nur ein Tag ist, probiert es einfach mal, versucht es mal. Es ist es definitiv wert. Die heutige erste Frage kommt von Jer Disturbed und lautet, welche Städte haben dir am besten gefallen? Und die Antwort ist ganz einfach. Definitiv als allererstes Tokio, denn diese Stadt ist so extrem, es gibt einfach nichts Vergleichbares. Und ich meine, schaut euch einfach mal an, wie riesig der Skytree ist. Allein das, aber auch so vieles anderes. Und die zweite Antwort auf diese Frage ist Hiroshima. Und ich glaube, das hat man in den Hiroshima-Videos schon sehr gemerkt, dass mir Hiroshima auch extrem gefallen hat. Und jetzt beantworte ich die nächsten beiden Fragen, wobei sich gerade mein iPhone auf wundersame Weise verabschiedet hat und ich jetzt nicht weiß, ob ich die Fragen gerade den richtigen Leuten zuordne. Ich habe mir immer so ein bisschen Notizen gemacht, aber ja, ich weiß nicht, ob das noch alles so stimmt. Die erste Frage kommt von Blue Slime und zwar, was ist meine Lieblingsjahreszeit in Japan? Und das würde ich sagen, ist definitiv der Frühling, denn im Frühling sieht es einfach so schön hier aus. Alles blüht, alles wird bunt, dann kann man Hanami machen, es ist einfach wunderschön. Also der Frühling ist zwar kurz, aber ich mag ihn sehr. Und die nächste Frage, die ich hier beantworten wollte, wo ich dachte, dass es vielleicht auch so ein bisschen passt, ist von Yoshinitsu. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob der Name richtig ist. Aber auf jeden Fall ist die Frage, was hat mich an Japan so fasziniert? Und nein, eigentlich war es nichts, was irgendwie mit Anime zu tun hat, sondern es war eher die Kultur. Und zwar, dass es in der Kultur so viele Gegensätze gibt, dass immer das Verrückte eigentlich direkt neben dem Traditionellen ist. Und dass man eigentlich irgendwie in beiden Extreme hat und dass es so viele Extreme allgemein in dieser Kultur gibt, die alle irgendwie nebeneinander existieren, aber auch nebeneinander funktionieren. Und das finde ich sehr spannend. Und das sieht man eben halt auch an diesem Park hier. Der Park ist umgeben von so vielen Hochhäusern und man ist aber hier mitten in der Natur und fühlt sich halt wirklich total, ja, entspannt und ruhig. Und das ist halt irgendwie, finde ich, ziemlich krass. Und wenn man halt rausgeht, ist man direkt wieder im Großstadtdschungel. Und die letzte Frage für heute wahrscheinlich beantworte ich dann mal auf dem Nachhauseweg in der Nebenstraße, weil das ganz gut passt. Und zwar kommt die Frage auch von Yoshimitsu und lautet, hattest du auch schon eine Begegnung, wo dich wildfremde Japaner ansprechen und ein Foto von dir wollten? Und ja, das hatte ich auch, vor allen Dingen eher noch in Kofu als hier in Tokio. Und da war es halt auch so, dass ich eine Nebenstraße lang gegangen bin, weil ich halt nach Hause gegangen bin. Und dann ein Japaner auf mich zukam und meinte so, hey, können wir nicht ein Foto zusammen machen? Und dann hat er noch ein bisschen mit mir erzählt und mir dann am Ende einen Keks gegeben. Und das war irgendwie schon ziemlich seltsam. Die erste Frage heute beantworte ich aus dem Bett. Und zwar kommt die Frage von Yoshimitsu und lautet, wie war dein erstes Erdbeben? Und ja, mein erstes Erdbeben hat mich förmlich aus dem Schlaf gerüttelt. Ich habe es erlebt, als ich morgens im Bett lag und noch geschlafen habe und bin aufgewacht und habe mir gedacht so, hä, warum wackelt mein Bett? Was ist hier los? Und als ich aber dann richtig wach geworden bin, war das Ganze auch schon wieder vorbei. Also es war kein starkes oder schlimmes Erdbeben. Lustigerweise habe ich die meisten meiner Erdbeben irgendwie im Bett erlebt. Ein weiteres habe ich erlebt, als ich frühs noch im Bett lag, aber schon wach war. Ein zweites habe ich erlebt mitten in der Nacht, wobei ich das nicht wirklich mitbekommen habe, aber in dieser Nacht von einem Erdbeben geträumt habe. Und ein weiteres habe ich am Schreibtisch erlebt, also insgesamt nur 4 Stück. I've been living in paradise, and the world went on.
kommt wieder von Fabian G. und lautet: Was wirst du nicht vermissen, wenn du wieder in Deutschland bist? Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht. So viel gibt es da, glaube ich, nicht. Aber was mir jetzt spontan einfallen würde, wäre erstens die Waschmaschine im Wohnheim, denn die haben überhaupt nicht gut gewaschen. Dann wahrscheinlich die Tatsache, dass es einfach nicht wirklich Mülleimer gibt. Wobei ich sagen muss, in Parks wie diesem hier gibt es dann doch Mülleimer, aber es ist halt ziemlich selten. Und eine letzte Sache, die mir jetzt spontan noch einfällt, ist, dass ich mich neben der japanischen Kultur nicht mehr mit noch 100 anderen Kulturen beschäftigen muss. Ich habe darüber in den Videos noch nicht so geredet, aber als Austauschstudent ist es so, dadurch, dass man mit vielen anderen Austauschstudenten zusammen ist, es manchmal eben ja, zu kleinen Missverständnissen oder kleinen Problemchen kommen kann, weil einfach so viele Kulturen aufeinander kommen. Gerade wenn man halt sehr viel mit Austauschstudenten zusammen unterwegs ist. Weswegen ich mich auch manchmal dann eher abgeseilt habe und nur mit Japanern unterwegs war, weil ich eben nach Japan gekommen bin, um über die japanische Kultur zu lernen. Und dass ich mich aber in Deutschland dann nur noch mit der deutschen Kultur, beziehungsweise wenn ich Lust habe, mit der japanischen Kultur beschäftigen muss, ist, glaube ich, etwas, was viele Sachen erleichtern wird. Ich bin mit der Einstellung nach Japan gekommen, dass ich mich sehr viel mit der japanischen Kultur beschäftigen möchte. Und wenn man dann aber, sage ich mal, mehr oder weniger notgedrungen dann noch über 5 andere Kulturen etwas lernen muss, ist das halt erstmal ein bisschen überraschend, sage ich mal. Die nächste Frage kommt mal wieder von Twitter und zwar wieder von Keksmaster100 und die Frage lautet: Was hat dir in Japan am besten gefallen? Und das ist eine ganz schwierige Frage. Es ist so viel passiert, es gab so viele Dinge, die ich aus unterschiedlichsten Gründen total toll fand, wie zum Beispiel Okinawa war mega schön, aber auch Hiroshima hat mir total gefallen und deswegen kann ich, glaube, die eine Sache, die mir am besten gefallen hat, nicht wirklich aussuchen. Es ist einfach so viel passiert und ich glaube aber, das komplette Jahr im Ganzen ist einfach das, was für mich schon unglaublich ist und deswegen einfach alles zusammen ist sozusagen das, was mir am besten gefallen hat. Aha, ich weiß nicht, ob das als Antwort zählt, aber KFC und da habe ich gedacht, ich beantworte euch mal ein paar Fragen zum Thema Essen, die ihr mir ein bisschen häufiger gestellt habt. Und zwar erstens, was ist mein Lieblingsessen? Ich würde fast sagen, alles aus Okinawa, aber wenn man sich auf das typisch Japanische beschränkt, dann Sushi. Zweitens, was mag ich eher nicht so? Da fallen mir spontan 2 Sachen ein. Einerseits Tonkatsu, einfach weil ich nicht so gern Schweinefleisch esse. Und dann aber auch Udon, vor allen Dingen weichgekochte Udon, weil ich die Konsistenz irgendwie nicht mag. Und die dritte und letzte Frage zu dem Thema ist: Ja, koche ich auch japanisch und nein, leider eher nicht so. Das dort ist übrigens ein Supermarkt, ich glaube zwar einer von den teureren, aber zu dem Thema dachte ich, beantworte ich jetzt mal die Supermarktfragen. Die erste Frage zu dem Thema kommt wieder von Blue Slime und lautet: Fällt dir eine Sache ein, die man in Japan günstiger kaufen kann als in Deutschland? Und spontan würde ich da sagen, sowas wie Bambussprossen und Ingwer und alles an japanischen Lebensmitteln, was man halt in Deutschland nicht so bekommt, beziehungsweise was importiert werden muss. Und die zweite Frage, mal wieder von Yoshimitsu, lautet: Gibt es irgendwelche Geheimtricks, wie zum Beispiel, ab der und der Zeit sind Sachen billiger? Wenn man das jetzt auf Supermärkte bezieht, ist es definitiv so, dass so 1 bis 2 Stunden bevor die Supermärkte zumachen, Sachen günstiger werden, manchmal sogar bis zum halben Preis oder sowas. Das ist echt was ich sehr oft gemacht habe, dass ich halt eher irgendwie gegen abends dann einkaufen gegangen bin, anstatt irgendwie, was weiß ich, nachmittags oder morgens. Ansonsten sind Japaner sehr große Fans von Coupons. Beim Karaoke zum Beispiel bekommt man oft einen Coupon, dass wenn man das nächste Mal wiederkommt, man es 10% günstiger bekommt. Aber auch in Supermärkten bekommt man ganz oft Coupons, zum Beispiel, dass wenn man 500 Yen ausgibt, man 50 Yen geschenkt bekommt oder bei 1000 Yen dann 100 Yen oder sowas. Also das gibt es auch sehr oft. Da muss man aber so ein bisschen die Augen offen halten, denke ich mal. Und jetzt habe ich für euch noch 3 Empfehlungen an Supermärkten für alle, die irgendwie mal länger in Japan sind oder hier wohnen. Und zwar erstens, wenn ihr frisches Gemüse oder frisches Fleisch relativ günstig kaufen wollt, dann kann ich nur Aeon oder Ogino empfehlen. Die sind echt relativ günstig, meiner Meinung nach. Und wenn ihr gern auch so auf Vorrat kauft, was weiß ich, so gefrorenes Gemüse oder auch
Thunfisch in Dosen oder Gemüse in Dosen, dann kann ich nur Gyomu Super empfehlen. Das ist ein richtig, richtig super günstiger Laden, um halt so ein bisschen auf Vorrat zu kaufen und dann auch selber zu kochen und das dann halt relativ günstig zu machen. Und jetzt am Flughafen die letzte Abschiedsfragerunde sozusagen. Ich habe mir extra ein paar Fragen für den Flughafen auch aufgehoben, weil ich fand, die passen thematisch hier am besten. Und die allererste ist, wenn du jetzt die Wahl hättest zwischen Japan und Deutschland, welches Land würdest du als Wohnort wählen? Von Naruto Online News. Ganz spontan würde ich sagen Deutschland. Einfach weil es dann doch zu viel gibt, was mich mit meinem Heimatland verbindet. Japan ist unglaublich spannend und interessant, aber ich glaube auf Dauer, so für immer, sage ich mal, weiß ich nicht, ob ich hier leben wollen würde. Das hat verschiedenste Gründe. Einerseits, dass meine Familie und Freunde größtenteils in Deutschland sind. Andererseits aber auch einfach, dass die Arbeitsmoral in Japan echt ziemlich hart ist. Und ich nicht weiß, ob ich das wollen würde, aber ja, es hat noch viele, viele weitere Gründe. Deswegen bei der Frage definitiv Deutschland, denke ich. Dann noch eine Frage von Twitter und zwar, auf was in Deutschland freust du dich am meisten? Mal wieder von Keksmaster 100. Wenn ich jetzt nicht sage Freunde und Familie, weil das sagt irgendwie jeder, würde ich sagen Quark. Und das meine ich vollkommen ernst, denn Quark oder auch Magerquark gibt es scheinbar irgendwie nur in Deutschland, auch irgendwie in anderen europäischen Ländern ist es nicht so Standard und in asiatischen Ländern irgendwie schon gar nicht. Und ja, ich liebe es halt zum Frühstück Magerquark mit Haferflocken und Früchten zu essen und ja, das konnte ich jetzt ein Jahr lang nicht und meine Mama kauft extra Quark für mich, wenn ich nach Hause komme. Yay! Und dann noch zwei Fragen, die mir sehr, sehr viele gestellt haben, die sehr, sehr häufig kamen. Und zwar erstens, was will ich in Japan noch erleben? Wie lange bin ich noch hier und was will ich noch sehen, bevor ich nach Hause fliege? Ja, also ich bin jetzt noch ungefähr 2,5 Stunden oder so in Japan, dann geht der Flieger. Wenn ihr das Video seht, bin ich sowieso schon längst wieder in Deutschland. Was will ich noch erleben? Ja, bis ich abfliege, halt nichts mehr groß, außer vielleicht noch mein Gepäck abzugeben und ja, ein bisschen emotional Abschied zu nehmen, keine Ahnung. Aber was will ich allgemein noch sehen in Japan? Das ist eine schwierige Frage. Also ich hatte so eine Liste von Dingen, die ich unbedingt machen möchte. Die habe ich eigentlich wirklich fast zu 100% alle gemacht. Dann hatte ich so eine Liste von Dingen, die ich so machen wollte, wenn es sich ergibt. Davon habe ich auch sehr vieles gemacht. Und ja, für dieses eine Jahr, würde ich sagen, habe ich echt viel erlebt und sehr viel gemacht. Und ich glaube, das ganze Jahr bis zum Maximum ausgereizt. Es gibt natürlich trotzdem noch sehr viele Sachen in Japan, die man sehen kann, die man machen kann. Zum Beispiel war ich noch nicht in Hokkaido oder Kyushu oder an so vielen anderen Orten. Und selbst in Tokio gibt es noch so viel zu erleben. Deswegen, ja, die Liste würde zu lang werden und eigentlich habe ich auch gar nicht so groß drüber nachgedacht, was ich jetzt demnächst oder beim nächsten Mal in Japan dann machen will. Und die allerletzte Frage, die mir wirklich so viele Leute gestellt haben, dass ich sagen würde, fast alle haben mir diese Frage gestellt und zwar lautet die Frage, was werde ich am meisten aus Japan vermissen? Und ja, das ist wie, was habe ich am meisten aus Deutschland vermisst? Wenn ich jetzt nicht sagen würde, meine ganzen Freunde hier, so wie ich das halt im letzten Video, in dem Abschiedsvideo schon angesprochen habe, ich weiß es noch nicht. Es wird sich in Deutschland zeigen, was ich dann wirklich vermisse. Es gibt so ein paar Dinge, wo ich vermute, hey, das könnte ich vermissen. Wie zum Beispiel Sticker kaufen bei B-Side-Label, was total random jetzt gerade ist, aber das fällt mir gerade irgendwie ein. Oder halt auch einfach Family-Restaurants zum Beispiel, weil ich finde, das ist eine super günstige Option, um irgendwo unterwegs essen zu gehen. Vielleicht werde ich auch Kombinis vermissen, man weiß es nicht. Es wird sich alles zeigen. Also es gibt so ein paar Sachen, wo ich vermute, hey, das könnte ich vermissen, abseits von Freunden etc. Aber was es dann am Ende wirklich wird, da bin ich genauso gespannt wie ihr. Ich warte jetzt darauf, dass der Schalter hier aufmacht, damit ich mein Gepäck hier abgeben kann, weil mit 2 Koffern durch die Gegend zu fahren ist echt mega anstrengend. Ich bin froh, dass ich jetzt so ein Flughafenwagen hier habe, wo ich den einfach draufschmeißen konnte und nicht mehr mit beiden so durch die Gegend laufen musste. Ja. Und dann wird das Gepäck abgegeben, dann geht es zum Flugzeug und dann geht es erstmal nach Seoul in Korea, dann wird umgestiegen und dann geht es nach Frankfurt und ja, dann bin ich wieder in Deutschland. Und ich freue mich, dass ihr
mit mir dieses Ganze erlebt habe, wie ich es halt auch schon im letzten Video angesprochen habe. Ich freue mich über alle die, die von Anfang an mit dabei waren, aber auch über alle, die über die Zeit dazu kamen. Und ja, wir werden sehen, was dann in Deutschland passiert, ne? Und damit sage ich zum allerletzten Mal Tschüss aus Japan. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder aus Deutschland. Wo, in welcher Situation dann, weiß ich noch nicht. Das werden wir sehen.